Herzlich willkommen bei FemTV. Mein Name ist René, wir sind trendisch, steiles und modern. Und ich freue mich auf auch bei jeder Berichterstattung. Bis dann, ciao, ciao. Viel Spaß bei der Vorberichterstattung, das DFB-Pokalfinale Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Heer BVB, Heer BVB, Heer, Heer, Heer BVB. Jawohl, es ist soweit, es ist heute Abend steigt der Party. Jawohl, das DFB-Pokalfinale Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Und wo gehört der Pott hin? Natürlich bei uns im Pott, in der Hauptstadt des Fußballs, im Tempel. Da, wo das Fußball gefeiert wird, im Westfalenstadion, wo sonst? Ja, was war das für eine Saison bis jetzt? Zwei Spiele haben wir nachher noch. Aber was habt ihr uns feiern lassen? Was habt ihr uns fiebern lassen? Was habt ihr uns weinen lassen? Bitte, liebe Mannschaft, liebe Spieler, lass uns heute weinen von Freude. Lass uns weinen von Happiness. Ich möchte bitte, dass ihr einmal uns nicht so fiebern lässt und so zittern lässt. Komm auf den Platz und steig auf den Spielfeld und zeig mit der Brust, wir wollen das Spiel gewinnen. Jawohl. Wir müssen das Spiel gewinnen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir können das Spiel gewinnen. Was gibt's da noch mehr? Es gibt zwei Spiele, denen ich gerne dieses Spiel widmen möchte. Am ersten natürlich unseren Schwerverletzten Matteo Morey. Ich wünsche dir auf diesem Weg gute Besserung, baldige Genesung und dass du dann irgendwann in der neuen Saison wieder vor uns auf dem Platz stehst. Wir werden dich vermissen, aber du wirst immer bei uns sein und wir werden immer an dich denken. Pass auf dich auf, Matteo. Und natürlich, es gibt nur noch ein Spieler, dem wir das widmen können. Natürlich, selbstverständlich, den LP26. LP26 steht für Lukas Piszczek, der lebende Legende von Borussia Dortmund. Seine letzte Saison? Jawohl. Und jetzt? Genau, das ist das Geile dran. Er steht im Finale und natürlich, was will er? Den Pott möchte er mit nach Hause nehmen. Natürlich soll er den Pott mit nach Hause nehmen. Weil seit er wieder in der Hintermannschaft steht, in der Startformation steht, läuft es wieder. Er leitet das Spiel gemeinsam mit, natürlich, Mats Hummels. Seit wir Mats Hummels wieder drin haben, natürlich gibt es schöne Tiefen, aber Mats Hummels ist halt nun mal ein geiler Spieler. Er hält die Fäden zusammen und macht sogar einen Akanji stark. Und was haben wir gesehen? Natürlich haben wir gesehen. Wir haben es signalisiert. Der Erling ist auch wieder mit dabei. Ja, man kann natürlich sagen, wir haben souverän gespielt ohne den Erling. Aber natürlich, der Erling ist eine Waffe. Und den kann man mal in die Tiefe schicken. Den kann man mit seiner Geschwindigkeit ausspielen lassen. Da kann er seine robuste Körper gegen Upamecano einsetzen, der Urgestein von RB, die jetzt zu den, genau zum Bazi wird. Aber das ist nicht mein Problem. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn unsere Jungs auf dem Platz stehen und ich gebe meine Wunschformation aus, natürlich Marco Reus, unser Kapitän, und auf der rechten Seite Jadon Sancho, vorne der Neuner, natürlich Erling Haaland. Ins Mittelfeld möchte ich mit Mo Dahoud. Er spielt momentan eine grandiose Saison. Er spielt so, wie wir es uns immer gewünscht haben. Genial. Natürlich an seiner anderen Seite, natürlich unser Jungstar. Das ist Jude Bellingham. Der Jude spielt eine geniale Saison und das mit 17. Es ist unfassbar. Also wenn man den nicht an die Ketten bindet vor den nächsten 5 Jahren ohne Ausstiegsklausel, dann haben wir noch viel Spaß an dem. Würde ich auf der anderen Seite natürlich übers Mittelfeld, kommt natürlich Rafael Guerrero. Keine Rede so viel von ihm, aber der ist eine stille Genießer und er ist ein Garant. Er ist ein Passgeber. Er kann die Bälle verteilen. Er ist genial. Und auf der anderen Seite, er kommt auch so langsam wieder in Form. Ich würde da den Thorgan Hazard hinsetzen. Thorgan Hazard kann sowohl mit nach hinten als über die Flügel kommen. Ich finde ihn momentan ein bisschen besser als der Reiner. Der Reiner ist auch wieder stabil geworden, aber den Hazard habe ich dann lieber, weil der geht auch mit nach hinten und kann auch mit nach hinten gehen. Und natürlich würde ich natürlich selbstverständlich auf Akanji, auf Hummels und natürlich auf Lukas Piszczek zecken. In der Tor gibt es natürlich keine Diskussion. Marvin von unserer Seite, gute Besserung, baldige Genesung, dass du wieder auf dem Platz bist. Aber du hast einen würdigen Vertreter, unser damaliger und für mich immer noch der Nummer 1, der Roman Bürki. Ich hoffe, dass er jetzt seine Stärken zeigen kann, seine Stärken wird. Und ich hoffe, dass wir den Null halten und damit die Bullen vom Platz fegen.
Das ist meine Einstellung für das Spiel. Ich wäre natürlich liebensgerne entweder in Berlin oder in Dortmund. Leider wurde beide uns verwehrt durch Corona, aber da müssen wir uns alle mit abfinden. Ich möchte, dass ihr alle zu Hause bleibt und dass ihr von zu Hause von der Couch feiert. In dem Sinne, ich wünsche euch heute alle ein mega geiler Vatertag, ein mega geiles Spiel und natürlich am Endeffekt, der Pokal gehört im Pott. Also in dem Sinne, ich wünsche euch alle viel Spaß, pass auf euch auf, bleibt gesund und dann sage ich, hey BVB, bis dann, euer René von FanTV. Ciao, ciao.